herzlich willkommen hier zur ersten Folge von LS17 hier auf meinem Kanal. Und wir beginnen heute ein neues Spiel quasi oder ein neues Projekt. Und zwar starten wir mal eine Karriere auf der im Goldcrest Valley. Wir sind natürlich weiter Blue als Micha, jetzt erstmal in Blau. So, da haben wir uns schon so ein paar Mods runtergezogen mit anderen Vorbesteller-Traktoren. Eine Fruchtzerstörung ist drin. Hier vom Mod Hub sind schon die ein oder andere drin. Meine Güte. Wir lassen erstmal alles drin und drücken mal Start. Und schauen mal, wie sich das so in Goldcrest Valley entwickelt. Wir spielen auf schwer. Habe ich eingestellt, damit es auch ein bisschen was bringt hier. Kurze Tour beginnen, Grundelemente nehmen wir jetzt erstmal nicht. So, und hier sind wir dann schon auf unserem Anwesen hier. Ersten Part haben wir jetzt extra mal so ein bisschen ohne Musik gemacht, weil ich auch den Sound der Maschinen eigentlich immer ganz schön finde. So, als erstes gucken wir uns hier mal ein bisschen die Optionen durch. Denn wir werden natürlich, trotzdem wir auf schwer stellen. So, bam, bam. Zeit ist auf Echtzeit. Pflanzenwachstum geht auf normal. Das Pflanzensterben machen wir aus. Pflügen notwendig lassen wir mal erstmal an. Mal gucken, das kann man ja zur Not noch ausschalten. Automatischer Motorstart auch aus. Stop-and-Go-Bremsung lassen wir auch erstmal aus. Schmutz normal. Verkehr erstmal an. Ja. Und da denke ich, Helfer werden wir anfänglich sowieso kaum nutzen. Ich denke mal, so dürfen wir damit auskommen. Hilfe brauchen wir erstmal nicht. So, und dann gucken wir doch erstmal an, was wir hier an Fahrzeugen haben. Das ist unser Drescher. Ein New Holland mit einem Grubber hinten dran. Einmal ein Case mit so einer, ja, ich glaube, das ist eine See-Dünge-Kombi. Und zum Abfahren, das sind auf jeden Fall schon mal viel zu viele Schlepper. Die brauchen wir alle nicht. Da werden wir dann im nächsten Part dann mal, oder bei Gelegenheit dann mal anfangen, was zu verkaufen. Wir werden erstmal anfangen zu dreschen. So, mal Drescher auf hier. Erste Stufe geht natürlich ins Häckseln. Ja, wir haben vorhin schon mal einen kleinen Livestream mit LS17 jetzt gemacht. Das ist heute ja angekommen. Und ich muss sagen, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir eigentlich recht gut. Und jetzt, wo der LS17 da ist, wird natürlich auch wieder definitiv mehr LS auf dem Kanal kommen. Ihr habt ja gemerkt, mit LS15 war nicht mehr so viel. Weil ich da irgendwie nicht so wirklich Lust hatte auf den LS im Moment. Das hat man mal, das hat jeder von uns mal. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, wenn ihr auf irgendwas keine Lust habt, dann mache ich da keine Videos, weil das bringt nichts. Ich mache das Ganze weiterhin aus Spaß und dabei soll es auch bleiben. Und irgendwo sagen, gezwungen, ich mache jetzt irgendwelche LS-Videos, das muss ja nicht sein. So. Erstmal einmal ein kleines Vorgewändchen. Und dann gucken wir erstmal, wie sieht das eigentlich finanziell aus? Irgendwo gibt es ja sicherlich auch eine. Also auf den, in den Hofsilos ist nichts. Ja klar, wir spielen ja auch schwer. Fahrzeuge, ja, da können auf jeden Fall welche weg. Nachher. Finanzen, wie viele Schulden haben wir denn? 100.000. Na ja, gut. So, Tiere haben wir logischerweise noch keine, ganz klar. Da haben wir auch noch nichts stehen, wir fangen gerade an. So, Radio lassen wir erstmal aus. Radio, Fahrzeugkamera, dynamische Fahrzeugkamera. Das, glaube ich, lassen wir erstmal so. Zwischendrin gucken, ob wir da
mit irgendwo, ob das zu laut, zu leise ist, aber 10% denke ich, das ist ganz okay. Zwei Trecker verkaufen, jetzt für den Anfang erstmal, weil das soll mir zu viel. Helfer ist im Moment sowieso nicht drin. Wir können eigentlich mal eben, bevor wir weiter dreschen, schon mal so ein bisschen aufräumen hier. So, dann fahren wir den Johann, glaube ich, irgendwie ran. Denn Johann ist ja sicherlich ein schöner Schlepper. Müssen wir mal gucken, welchen wir behalten. Wir fahren das erstmal alles zum Hof hin. Stellen uns mal ein bisschen vernünftig ab. Und dann gucken wir mal, was wir überhaupt noch brauchen. Das finde ich mal ein bisschen schade, dass uns mal so über die ganze Map schon verteilt. Besten hinstellen. Ah, ich habe hier noch keinen Player Speed Mod. Den gibt es, glaube ich, auch schon, den Player Speed Mod. Aber erstmal machen wir das ohne. Ist das ja ganz so ein Häuschen sein? Das sind doch hier eher Unterstellstände. Da hinten ist doch was. Wir parken da drüben. Werden wir uns dann auch die Missionen mal angucken. Das sind ja so Missionen dabei zum Geld verdienen. Und dann schauen wir an, wie weit wir insgesamt so kommen, ohne uns irgendwelches Geld reinzuschieben. Soll ja das Gras auf die erste Wachstumsstufe zurücksetzen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also die Fruchtzerstörung gibt es ja schon im Mod. Ich fahre jetzt mal genau das normal, aber sonst macht man das nicht. Den Pickup brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Gut, also werden wir auf jeden Fall einen Case und den New Holland dann verkaufen, weil ein Case uns dann auch reicht. Das sind ja beides die gleichen. 1455, 1455. Dann werden wir den behalten. Und den Rest werden wir eben zum Händler fahren.
da gibt es jetzt die schöne Neuerung, jetzt ja auch so ein kleines, so eine Art Navigationssystem. Wir wissen, der Händler ist hier unten, wir klicken ihn an und wir sagen Marker setzen. So, und wenn wir denn jetzt da mal so rüber schauen, von hier sieht man das noch gar nicht. Fahren wir los. Da hinten kann man es jetzt erkennen, ne? Seht ihr, upsala, die grüne Säule. Das heißt, da sehe ich dann, wo der Händler dann ist. Ist jetzt nicht irgendwie eine Linienführung auf der Straße, aber trotzdem kann man halt erkennen, wo das ist. Ja, Zug gefahren sind wir auch schon, oder bin ich auch schon, dann machen wir das natürlich auch noch. Ich finde den Sound also auch richtig gut gemacht. Vor allem auch, wenn man bergauf fährt, wenn die Drehzahl sich erhöht, das hört sich richtig gut an. Schon auf die Überholspur wechseln. Ja, im KI-Verkehr hat sich nicht so viel getan, wie wir es ja gesehen haben, leider. Jetzt gerade drüber nachdenken, mir fängt gerade drunter an, dass im Multiplayer ja Verkehr war. Wir haben doch vorhin Multiplayer auf uns, hier auf Server im Multiplayer gespielt, da war ja Verkehr. Also Neuerung wohl am KI-Verkehr, wenn wir jetzt gerade alles täuschen, aber vorhin im Multiplayer auf jeden Fall KI-Verkehr. Aber leider immer noch ohne Kennzeichen, leider immer noch nicht besonders schnell. Was jetzt bei den Schleppern, die man bisher hat, ja noch ganz okay ist, aber wenn man schneller hat, dann wird es wieder nervig. Denke ich mal. Und ist immer noch hart wie Stahlbeton. Ich habe vorhin nur versucht, das wegzuschieben. Entschuldigung, Entschuldigung. So. So, den werden wir, kann man die auch konfigurieren jetzt. Frontladeranbau können wir dann nachher anbauen. Das Radsetup kann man hier ändern. Und dann kann man sich dann nachher so frei platzierbare Werkstätten noch hinstellen. Also das gucken wir uns natürlich alles an. So, aber der muss jetzt erstmal weg. So, jetzt können wir wieder sagen, einmal zum Hof und machen da eine Schnellreise hin quasi. Ja, ich kann natürlich auch weiterhin durchtappen. Ich wollte nur mal zeigen, dass es immer noch funktioniert. So, ich meine, der New Holland ist ein schöner Schlepper, aber wir brauchen den. Das hilft ja nichts. Was wir auf jeden Fall machen, wir werden unseren anderen Case eine Frontladerkonsole anbauen, dass wir da auch einen Frontlader schon mal irgendwann mitnehmen können. Der sieht quasi ein bisschen als Allround-Trecker dann auch nutzen können. Die Spiegel geben recht klares Bild, muss ich sagen, das ist ganz okay. Geblinkt. Gut, dann kannst du mich überholen, wa? Mich doch nicht. Ja, von der Map habe ich bisher noch nicht so viel gesehen, also standardmäßig dabei ist hier die Sosnovka und die Goldcrest Valley.
Und weil wir die Sosnovka ja schon aus dem 15er kennen, habe ich halt gesagt, natürlich fangen wir dann erstmal auf dieser neuen Map an. Und gucken dann mal, ich denke mal, das wird auch nicht allzu lange dauern, bis dann die ersten Mod-Maps auch am Start sind. Aber wir können uns auch durchaus mal ein bisschen hier beschäftigen. Sieht bisher eigentlich so ganz gut aus. Ist wie so alles ungewohnt, na klar. Ich habe das Spiel jetzt erst auf heute und habe mir auch vorher extra keine Streams oder Videos angeguckt, weil ich mich da selber auch nicht spoilern wollte quasi. Deswegen muss ich bei dem einen oder anderen halt immer noch gucken. Und man möge mir verzeihen, wenn nicht alles immer gleich perfekt läuft. Aber das war es bei mir ja eh noch. So, der kann auch verkauft werden. Dann verkaufen wir noch den Pickup. Weil was soll's? Brauchen wir halt nicht. Können wir uns alle später noch wieder vielleicht holen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Aber im Moment ist das alles. Der geht ganz schön ab. Bremst aber auch ziemlich stark. Ne? Einmal vom Gas gesprengt, dann steht er schon. Oh, Baum! Gott, hoffentlich zieht er mir das nicht vom Preis ab. Müssen wir das Auto mal so rumwinschen, dass er die Beute nicht direkt sieht. So. Dann, was können wir dann noch ändern? Ah ja, die Motorausführung kann man noch ändern. Und auch die Räder. Eine Vorschau wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Wenn die Stunden Rad-Setup, Designs verschiedene, dann wäre das natürlich schön, wenn man auch eine kleine Vorschau hätte. Aber vielleicht hat man die auch irgendwo und ich sehe es jetzt bloß nicht. So, der soll aber auch verkauft werden. So, und jetzt werden wir mit dem Schlepper auch nochmal eben hinfahren. Und werden dort direkt mal modifizieren und Frontlader anschweißen. Weil es ist auf jeden Fall besser, dass man die da hat, falls man die mal braucht. Beim nächsten Mal war auf jeden Fall dreschen. Man kann hier, denke ich, auch wieder für den Nachbarn mit dreschen, hoffe ich. Ja, Ladewagen etc. werden wir uns halt natürlich erstmal wieder mieten. Weil man kann ja jetzt direkt auch mieten. Halt beim Fahren nicht mehr mit der Maus zugange, weil ich als Oldschool-Gamer quasi mit der rechten Hand über die Cursor-Tasten
und nicht über WASD meistens. Also ich habe beides dafür eingestellt. Aber so beim normalen längeren Fahren nutze ich halt immer die Cursor-Tasten. Und da hat man dann ja die rechte Hand nicht frei, um dann noch nach der Maus zu greifen. Aber das kriegen wir schon alles wieder hin. Hat er was gesagt? Ich kann nicht sprechen. So. Dann gucken wir mal. So. Naja, jetzt drücke ich wieder E. Wollte ich gar nicht. Wir drücken natürlich R. Sagen konfigurieren und bauen erstmal einen Frontlader. Daran. Wieso 1800? Kostet 800. Plus 800. Keine Ahnung. Vielleicht lese ich das auch nur falsch. So. Ja, dann sollten wir vielleicht auch einen Frontlader kaufen, ne? So, Frontlader. Steirer 700er Vario. Hoffentlich geht er überhaupt dran. Ja, wird ja wohl, ne? Ich glaube, wir nehmen erstmal den. Hauptfarbe. Ja. Lassen wir so. Kaufen. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob der da auch dran geht. Hoffe ich jedenfalls. Aber muss er ja, weil sonst könnte man ihn sicherlich nicht kaufen. Da hinten steht er. So, dann kaufen wir dafür auch gleich eine Schaufel. Die Universalschaufel. Die kaufen wir. Ja. So, und dann brauchen wir im Prinzip gleich noch einen Pflug. Boah, die sind ganz schön teuer. Oh, beide 2 Meter. Oh, nehmen wir den. Dann kaufen wir den auch und nehmen den gleich mit. Weil wir haben ja gesagt, dass wir mit Flügel spielen. Oh, bitteschön. War's doch nicht so.
viel heute. Au, 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 au. Erst ein Crash hier an meinem einzigen Trecker. Verdammt, der darf mich kaputt gehen. Wir haben nur den einen. Das, ne, wenn der Sound so dreht, habe ich es möglich, es klingt echt gut. So, jetzt haben wir den Flug hier hergestellt und jetzt würde ich sagen, kommen wir für den ersten Part auch langsam zum Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mich würde mal interessieren, wer von euch auch schon alles den LS17 spielt, was ihr darüber denkt, wie euch der gefällt, das würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn wir beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, natürlich. Wo wir dann einmal ein bisschen dreschen werden. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Micha. Tschüss.